kennt einen Namen, der mit der deutschen pronuklearen Community verbunden ist. Das ist Anna-Veronika Wendland, die letztes Jahr ihr Buch über Atomkraft rausgebracht hat. Sie kann heute leider nicht da sein, weil sie ein zweites Buch zu Ende schreiben muss in diesen Minuten. Wir hätten sie gern bei uns, um sie aufzumuntern, um zu sagen, wie viel wir erreicht haben, dass wir den Diskurs gewonnen haben. Kernenergie hat in Deutschland den Diskurs gewonnen. Die Mehrheit der Bevölkerung ist für die Kernkraft. Wir haben aber einen anderen Autor, der inspiriert von Anna-Veronika Wendland auch ein Buch über die Atomkraft geschrieben hat. Das ist dieses Jahr erschienen in der Schweiz und Martin Schlumpf hat es geschrieben. Martin Schlumpf ist heute hier bei uns und verkauft auch das Buch. Hallo, vielen Dank. Wie du schon gesagt hast, hat Anna-Veronika Wendland mich inspiriert zu diesem Buch. Es heißt Atomkraft, das Tabu. Brauchen wir Kernkraftwerke? Es ist ein bisschen auf die Schweiz bezogen von der Thematik her. Es geht dann vor allem um die Gegenüberstellung der Kernkraft mit der Solarenergie. Windenergie spielt in der Schweiz keine große Rolle, deshalb ist das nicht besonders thematisiert. Im Buch sind sehr übersichtliche, einfache Kapitel zu den wichtigen Themen der Kernenergie, die dann jeweils immer viel besser abschneidet als die Alternativen. Und das Buch ist dann noch ergänzt mit Fachartikeln von Spezialisten aus der Schweiz auch natürlich. Aber das Thema ist ja übergreifend, hat mit der Schweiz in dem Sinn nichts zu tun. Also wenn Sie irgendwo in eine Buchhandlung gehen, dann schauen Sie mal zu diesem Titel Atomkraft, das Tabu, und kaufen Sie es und bringen Sie es weiter, dann geht es ganz sicher dann besser weiter auch in Deutschland. Und wir bedauern das natürlich, was hier passiert. Wir haben es viel besser in der Schweiz noch. Wir haben die 4 Kernkraftwerke noch. Wir kämpfen darum, dass das so bleibt. Und ich hoffe, dass es in Deutschland ändert.